In diesem Video beantworte ich dir alle wichtigen Fragen zur Teilkaskoversicherung. Von der Frage, welche Leistungen sind eigentlich bei einer Teilkaskoversicherung mit dabei, bis hin zur Frage, wird die Teilkaskoversicherung eigentlich teurer, wenn du dort einen Schaden meldest? Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute möchte ich dir alle wichtigen Fragen zur Teilkaskoversicherung beantworten. Unter dem Video findest du wieder die Timestamps, das heißt, du kannst genau zu den Punkten springen, die dich am meisten interessieren. Ich empfehle dir aber trotzdem, wie immer, das Video komplett anzuschauen, sodass du nicht irgendwo mit gefährlichem Halbwissen aussteigst. Wenn du in Zukunft kein praktisches Versicherungswissen mehr verpassen möchtest, dann natürlich hier unten abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Ganz wichtig, dann wirst du erinnert, wenn es hier ein neues Video gibt, damit du vielleicht in Zukunft nicht in der Situation bist, dass du mal sagen musst, wieso hat mir das früher niemand gesagt. Also, in diesem Sinne, steigen wir direkt ein ins Video. Die Teilkaskoversicherung ist ein Bestandteil der Kfz-Versicherung. Die Kfz-Versicherung kann man im Prinzip in drei Teile einteilen. Einmal die Kfz-Haftpflichtversicherung. Die muss jeder haben. Ohne die kannst du ein Auto gar nicht anmelden. Dann hast du die Teilkaskoversicherung, darüber möchte ich jetzt in diesem Video sprechen, und dann noch die Vollkaskoversicherung. Die soll heute mal nicht Thema sein, das werde ich im nächsten Video besprechen. Das heißt, wenn dich das interessiert, vielleicht jetzt doch schon mal hier unten abonnieren und die Glocke aktivieren. Die Teilkaskoversicherung kannst du dir sehr vereinfacht so vorstellen, dass das eine Versicherung ist, die an deinem Auto einen Schaden bezahlt, wo du selbst eigentlich gar nichts dafür kannst. Das heißt, du warst da im Prinzip nicht schuld daran, dass dieser Schaden entstanden ist. So kannst du dir das mal ganz einfach merken, was die Teilkaskoversicherung allgemein bezahlen würde. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Leistung im Detail an. Die folgenden Gefahren bzw. Risiken sind in der Regel in einer Teilkaskoversicherung mitversichert. Das wären zum einen Kollisionen mit sogenannten Haarwild. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Dann Marderbisse, zum Beispiel an Kabeln oder Schläuchen, Kabelschäden durch vielleicht auch einen Kurzschluss, Glasbruch durch den klassischen Steinschlag, Fahrzeugdiebstahl oder auch ein Einbruchversuch, Diebstahl und Beschädigung von Zubehör, was in deinem Auto irgendwo vielleicht mit dabei ist, Hagel, Sturm, Blitzschlag, Überschwemmung, also diverse Geschichten, die von Mutter Natur hier auf dein Auto einwirken könnten. Ebenfalls hier mit dabei Überschwemmung, das war auch Thema gewesen bei der Flutkatastrophe, die wir in Deutschland 2021 hatten, und auch Brand und Explosion. Das sind mal so die grundsätzlichen Leistungen, die in einer Teilkaskoversicherung mit dabei sind, mit versichert sind. Und dann gibt es aber noch ein paar Punkte, auf die man vielleicht besonders achten sollte, dass die vielleicht auch mit dabei sind. Ich habe es gerade eben schon mal kurz angesprochen, diese Zusammenstöße mit Haarwild. Was ist überhaupt Haarwild? Also du kannst dir das so vorstellen, das sind so die Tiere, die so im Wald leben. Rehe zum Beispiel. Das ist Haarwild. Jetzt kann es aber ja sein, dass du vielleicht irgendwo auf dem Land lebst und da ab und zu mal auch ein Pferd oder so eine Kuh über die Straße läuft. Also da, wo ich herkomme, ist das keine Seltenheit gewesen. Und wenn du halt mit so einem Tier zusammenstößt, dann wäre das tatsächlich jetzt nicht versichert, wenn in deiner Teilkaskoversicherung eben nur Zusammenstöße mit Haarwild versichert sind. Besser, in deiner Teilkaskoversicherung steht drin, dass Zusammenstöße mit Tieren aller Art versichert sind. Ja, dann hast du dieses Thema nicht. Darauf würde ich achten. Und zwei weitere Punkte, die du meiner Meinung nach beachten solltest und mit reinnehmen solltest als Leistungsbausteine, sind einmal die Folgeschäden durch Marderbisse. Ja, also der Marderbiss an sich, das ist in der Regel natürlich versichert. Aber was ist mit Folgeschäden, die dann dadurch entstehen können? Dass die eben auch mit versichert sind, wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Und dass der Versicherer auch auf die sogenannte Einrede der groben Fahrlässigkeit verzichtet. Das heißt, in anderen Worten, wenn du da irgendwas angestellt hast, was vielleicht gar nicht mal so clever war und du wusstest schon, eigentlich sollte ich das nicht machen, aber könnte ja gut gehen, ja, und dann ist es vielleicht nicht gut gegangen, dann könnte das sehr grob fahrlässig von dir gewesen sein. Und der Versicherer muss dann eben darauf verzichten, dass er sagt, das war grob fahrlässig, wir leisten nicht, ja. Und das heißt eben Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit. Das könnte durchaus Sinn machen, das auch zu beachten und mit dabei zu haben in der Teilkaskoversicherung. Bevor ich gleich noch darüber sprechen werde, ob deine Teilkaskoversicherung nach einem Schaden teurer wird und wann sich überhaupt eine Teilkaskoversicherung lohnt, schauen wir uns kurz noch das Thema Selbstbeteiligung an. Du hast in der Kfz-Versicherung, in der Teilkaskoversicherung, auch in der Vollkaskoversicherung die Möglichkeit, eine Selbstbeteiligung mit reinzunehmen. Klassiker sind so 150 Euro Selbstbeteiligung oder 300 Euro Selbstbeteiligung. Wenn du eine Selbstbeteiligung mit reinnimmst, dann
kannst du hier deinen Beitrag einfach entsprechend nochmal senken. Dir muss aber klar sein, wenn hier dann ein Schaden vorliegt, musst du erstmal diese Selbstbeteiligung auf alle Fälle aus deiner eigenen Tasche zahlen. Ich für meinen Teil habe in der Teilkaskoversicherung bei meinem Auto eine 150 Euro Selbstbeteiligung mit dabei. Und ich glaube, das ist in der Regel auch das, was die meisten Menschen irgendwo da draußen haben. Und eine der häufigsten Fragen, die mich vor allem über Instagram erreichen zur Teilkaskoversicherung ist, wann lohnt sich das denn? Wann soll man eine Teilkaskoversicherung machen? An der Stelle auch der Hinweis, folgt mir gerne auf Instagram, das sind jetzt auch schon fast 80.000 Leute. Dort beantworte ich auch Fragen persönlich in einer privaten Nachricht. Also gerne mal abchecken. Und die Antwort auf die Frage, wann lohnt sich das, ist in meinen Augen die folgende. Du musst einfach mal gucken, wie viel ist dein Auto noch wert. Wenn dein Auto so wirklich fast nichts mehr wert ist, also so vielleicht noch wenige 100 Euro, dann bist du wahrscheinlich mit nur der reinen Kfz-Versicherung, mit der Kfz-Haftpflichtversicherung besser unterwegs. Ja? Aber hier einfach mal gucken, was würde denn die Teilkasko mehr kosten, wenn du die mit reinnimmst. Ja? Und dann einfach mal vergleichen, steht das in einem Verhältnis, ja? Ist dieser Mehrbeitrag gerechtfertigt und danach würde ich dann entscheiden. Wenn ein Auto schon noch einen guten Wert hat, ein paar tausend Euro wert ist, dann würde ich die Teilkaskoversicherung tatsächlich immer mit reinnehmen, weil das ist dann schon ärgerlich, wenn da irgendwo ein Marderbismar vorgefallen ist, ja, oder irgendein Hagelschaden oder so. Das ist sau doof, wenn man das Ganze dann aus eigener Tasche zahlen muss und eigentlich die Teilkaskoversicherung das übernehmen würde und danach teurer wird, wenn man dann einen Schaden gemeldet hat oder vielleicht doch nicht. Und die Frage ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil sie von den meisten Menschen vermutlich falsch beantwortet wird. Man geht immer davon aus, dass die Kfz-Versicherung als Gesamtes teurer wird, wenn man da einen Schaden meldet. Das stimmt auch für die Kfz-Haftpflichtversicherung, wenn du jemand anderem mit deinem Auto einen Schaden zugefügt hast, weil du halt irgendwie einen Unfall verursacht und das andere Auto einen Blechschaden hat oder einen Personenschaden vorliegt, ja, dann wird die Kfz-Haftpflichtversicherung für dich teurer im nächsten Jahr. Und das gilt auch für die Vollkaskoversicherung. Wenn du selbst zum Beispiel irgendwo ausparkst und bleibst an der Wand hängen, meldest den Schaden, dann wird auch deine Vollkaskoversicherung hier teurer. Außer, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder ein Kommentar, aber Basti, es gibt auch sowas wie einen Rabattschutz. Ja, außer du hast sowas mit dabei. Dann lassen wir jetzt mal außen vor. Bei der Teilkaskoversicherung gibt es das allerdings nicht. Da gibt es keine Schadensfreiheitsklassen, wo du besser oder schlechter eingestuft werden könntest nach einem Schaden. Und das ist ganz wichtig. Also trag diese Info bitte in die Welt hinaus. Das wissen so viele nicht. Das wurde auch schon oft im Fernsehen falsch gesagt. Das gibt es in der Teilkaskoversicherung einfach nicht. Macht auch Sinn, weil die Schäden, die von der Teilkaskoversicherung übernommen werden, sind halt Schäden, da kannst du halt in der Regel nichts dafür. Ja? Wenn irgendwo ein Unwetter kommt oder irgendjemand in dein Auto eingebrochen ist, ja, oder dein Auto plötzlich explodiert oder so. Ja, deswegen muss man sich das einfach mal hier merken. Vielleicht kommt jetzt auch gleich die Frage, was ist mit Vandalismusschäden? Da gehe ich dann im Video zur Vollkaskoversicherung drauf ein, weil da kann man ja auch nichts dafür, aber die sind in der Teilkaskoversicherung nicht mit versichert, reine Vandalismusschäden am Auto. Ja, aber das einfach mal zur Erklärung. Dein Beitrag wird hier nicht teurer in der Teilkasko, wenn du hier einen Teilkaskoschaden gemeldet hast. Und zum Schluss wahrscheinlich noch eine der spannendsten Fragen. Was kostet eine Teilkaskoversicherung überhaupt? Und hier ist die allseits beliebte Standardantwort. Es kommt drauf an. Es kommt nämlich auf deine individuelle Situation drauf an. Hier gibt es einfach keine pauschale Antwort. Meine Empfehlung, einfach mal gucken, was dich eine Teilkaskoversicherung kosten würde. Wenn du so am Überlegen bist, nämlich nur Haftpflicht oder doch Teilkasko, tipp das Ganze mal in so einen Online-Rechner ein, dann hast du schon mal ein Gefühl. Du musst ja nicht online abschließen, vielleicht hast du einen Ansprechpartner, über den du das Ganze machen kannst. Ich habe dir hier unten unseren Kfz-Rechner mal reingepackt, da kannst du das einfach mal vergleichen und dann entscheiden, okay, das rechnet sich für mich, das ist gar nicht so viel mehr und dann holst du dir die Teilkasko einfach hier mit dazu, spiel ein bisschen mit dem Selbstbehalt, ja mal gucken, 150 Euro, 300 Euro, wie verändert sich der Monatsbeitrag etc. Das wäre meine Empfehlung an der Stelle und ich hoffe, du hast jetzt wirklich alle Infos aufsaugen können zur Teilkaskoversicherung, weißt dir in Zukunft Bescheid, schick das Video gerne weiter, gib dem Ganzen hier noch einen Like, wenn du noch Fragen hast zur Teilkaskoversicherung, zur Kfz-Versicherung allgemein, einfach hier unten reintackern in die Kommentare, freue ich mich drauf und ich freue mich noch mal mehr drauf, wenn wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video sehen, weil du abonniert hast und die Glocke aktiviert hast und dann sehen wir uns im Vollkasko
Video. Genau, Video zur Vollkaskoversicherung. Ich habe dir hier auch schon mal das andere Video verlinkt. Vollkasko oder Teilkasko? Ja, wann das eine, wann das andere und mein Video allgemein zur Kfz-Versicherung. Bleib gesund, fahr vorsichtig. Wir sehen uns. Bis dahin, dein Basti von Versicherung mit Kopf. Ciao.